Jo Leute, was geht? Ich habe ein neues Paket erhalten und zwar ist das neues Mikrofon, weil ich mit meinem alten Mikrofon nicht mehr zufrieden bin bzw. mehr machen möchte, aber das nicht mit dem alten Mikrofon kann. Ich habe ein T-Bone SC440C und ja, das bekommt jetzt ein Kollege von mir. Und ich habe mir ein neues Mikrofon angeschafft, habe mich da von einem Kollegen beraten lassen, der sich damit sehr gut auskennt. Und ja, ich habe mich jetzt. Wir packen das einfach mal aus, würde ich sagen. Ich habe mich jetzt für ein XLR-Mikrofon entschieden. Und zwar von Electrovoice, das RE320. Das ist ein dynamisches Mikrofon und ist sehr nice. Hier steht auch nochmal was drauf. Hier steht auch noch was drauf. Hier ist auch noch mal was. So, und hier haben wir noch mal das Mikrofon in der Ansicht. Und ich würde sagen, wir packen das mal ganz kurz aus. Ich muss kurz gucken, brauche ich dafür eine Schere oder sowas? Nein. So, hier haben wir das Mikrofon. Ich habe jetzt leider kein Stativ da. Deswegen nehme ich das alles so im Handy auf. Ich habe so ein kleines Tischstativ, aber das würde halt nicht reichen von der Entfernung her. Und deswegen habe ich das in der Hand. Mit einem Lavalier-Mikrofon. Ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Jetzt hängt das Kabel hier rein. Super. Mal kurz gucken. So. Und ja, hier haben wir das Mikrofon in so einer schönen Hülle. So. Was haben wir hier noch mit drin? Bedienungsanleitung und Garantie. Garantie ist sogar in dem Fall, glaube ich, mal ganz gut, weil die dabei haben. Das ist mit einer Hand immer so schwer zu öffnen. Deswegen werde ich das mal eben kurz in der Hand machen. So. Dann haben wir hier das Mikrofon. Das sieht wirklich sehr schön aus. Dafür ist das schon einen neuen Arm gekauft. Oh mein Gott, das ist ja richtig schwer. Also das ist ordentlich groß. Es sieht aus wie so ein Elefantenrüssel. Deswegen wird es auch manchmal Elefantenrüssel genannt. Es ist sehr wertig. Also das ist echt komplett aus Metall. Hier ist einmal das Gewinde. Hier ist der XLR-Anschluss. Das ist schon sehr wertig. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing gefallen. Ich habe die ganzen Daten und so weiter, die verlinke ich euch nochmal unterm Video in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.